Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 2. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Mittag von meiner Seite, einen wunderschönen guten Abend bei Ihnen, Frau Kneißl. Ja, bei mir ist schon Abend. Ich bin gerade in Kemerova in Sibirien bei einer Konferenz und habe jetzt glücklicherweise hier einen ruhigen Raum mit Computer gefunden. Ja, es ist für uns beide heute ein etwas spontaner, besonderer Podcast, denn ich war eigentlich gerade auf dem Weg von Ihrer alten Heimat Österreich zurück nach Deutschland, und Sie hatten mir schon im Vorhinein geschrieben, dass das alles heute etwas spontaner wird mit dem Podcast, weil Sie dort in Sibirien, können Sie ja gleich ausführen, was Sie da alles vorhaben und für spannende Unterhaltungen. Ich war jetzt eigentlich gerade auf dem Weg rüber nach Deutschland und bin jetzt hier einmal von der Autobahn zurück in ein kleines Waldhäuschen und hoffe, dass das Internet jetzt hier stabil bleibt, aber Bild und Ton stehen, da bin ich jetzt ganz froh. Frau Kneißl, ja, was verschlägt Sie denn nach Sibirien? Was machen Sie denn da drüben? Ich war ja erst vor 14 Tagen in Omsk, in Westsibirien, jetzt bin ich in Kemerova, das ist eine Zeitzone weiter östlich von Omsk. Sibirien ist weit und hat viele Zeitzonen. Ich bin früh mit einem Nachtflug hergekommen, dann hatte ich gleich Unterricht an der Universität hier, an der hiesigen staatlichen Universität. Wir sprachen über Kohle. Es ist hier die zentrale Region für Kohlebergbau. Die Konferenz, zu der ich heute eingeladen bin, ist eine Frauenkonferenz der Eurasischen Union. Im Mittelpunkt steht Frauenindustrie, weil hier ja auch wie in der Sowjetunion grundsätzlich wie in Russland weiterhin gepflegt, Frauen sind wirklich in der Industrie weit vertreten. Und was einen dann aus Österreich kommend oder mit deutschsprachigem Hintergrund, sagen wir mal im weitesten Sinne, dann doch fasziniert, überrascht, ist diese massive Präsenz von Frauen im Industriebereich, also vom Kohlebergbau, Management bis hinein in sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Also da staunt man nur so, wenn man sozusagen aus den doch eher traditionelleren Gesellschaften kommt, wie die österreichische oder die deutsche. Ja. Ja, das werde ich dann sicherlich, wenn ich dann am Montag in den Flieger Richtung St. Petersburg steige und bei Ihnen vor Ort dann das Leben in Russland oder zumindest das Großstadtleben in Russland. Sie hatten mir jetzt ja auch schon mehrfach mich darauf hingewiesen, St. Petersburg und Moskau ist nicht gleich Russland. Das werde ich da vor Ort dann bei Ihnen in St. Petersburg sicherlich auch noch erfahren, was das wirklich bedeutet, dieses Großstadtleben bei Ihnen. Frau Kneißl, dann würde ich sagen, in Anbetracht dessen, dass Sie auch dann gleich nach unserem Podcast weiter müssen, würde ich hier heute gleich einsteigen mit unseren Themen, denn es war wieder einiges los auch diese Woche, und wir beginnen mal mit dem Thema, das diese Woche doch vollkommen zu Recht die Gemüter bewegt hat, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag sind bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen über 50 Menschen in einem Flüchtlingszeltlager ums Leben gekommen. Ein Geschoss der israelischen Armee entzündete dabei einen Treibstofftank und löste einen Großbrand in einem Flüchtlingslager aus. Mehr als die Hälfte der Opfer waren Frauen, Kinder und ältere Menschen. Das Ganze hat zu einer riesigen Empörungswelle gesorgt. Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er sei empört über den Tod von Flüchtlingen. Auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA bezeichnete die Bilder aus Rafah als herzzerreißend und hat Israel aufgefordert, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um Zivilisten zu schützen. Und auch der türkische Präsident Erdogan hat
hat sich bei einer Fraktionssitzung seiner Partei zu diesem tragischen Zwischenfall geäußert. Er sagte, kein Glaube rechtfertigt die tödliche Verbrennung von unschuldigen Zivilisten in ihren Zelten. Die Welt beobachtet in Echtzeit die Barbarei des Vampirs namens Netanyahu. Und ja, auch Netanyahu hat sich dazu schon geäußert. Am Montag, kurz nach diesem Zwischenfall, sagte er, trotz unserer größten Bemühungen, unschuldige Zivilisten nicht zu verletzen, ist uns gestern Abend ein tragischer Fehler unterlaufen. Ja, und das Ganze, Frau Kneißl, 2 Tage nachdem der IGH, der Internationale Gerichtshof, den sofortigen Stopp der israelischen Offensive in Rafah gefordert hat. Ja, ich vermute, Sie haben es diese Woche auch mitbekommen. Wird das Israel jetzt weiter isolieren in der westlichen Welt oder wird das einfach unter den Tisch gekehrt werden? Was hat das jetzt für eine Bedeutung, Frau Kneißl? Wie schätzen Sie das ein? Es sieht ein wenig danach aus, dass man nun doch anfängt, über Sanktionen nachzudenken, die dann gegen Israel verhängt werden können. Das Erste, was man wahrscheinlich einfordern sollte, wäre ein absolutes Waffenembargo. Waffen werden aber immer geschmuggelt. Also mit Waffenembargo, glaube ich, das wird es nicht geben. Zu viele auch europäische Staaten, wie beispielsweise Deutschland, Großbritannien und allen voran natürlich auch die USA, verdienen am Waffengeschäft mit Israel. Das heißt also, ein absolutes Waffenembargo als eine wesentliche Sanktion wird es wahrscheinlich nicht geben. Ob man jetzt zukünftig israelische Künstler, Sportler und so weiter ausschließen wird von Veranstaltungen, sämtliche Kontakte akademischer Natur abbrechen wird, wie das gegenüber Russland passierte, das glaube ich eher nicht. Es gilt in vielen Gesellschaften, vor allem in der deutschen und in der österreichischen, ob aus der Position des schlechten Gewissens oder einer jetzt erst Rechthaltung, der sogenannte unverbrüchliche und bedingungslose Zusammenhalt mit Israel. Österreichische Politiker werden bis heute nicht müde, das zu bekunden, egal was passiert. Und dass es weder zu einem Waffenembargo kommen wird, noch zu Sanktionen. Ich persönlich halte auch nicht so viel von Sanktionen. Wenn, dann müsste man sozusagen im Bereich eben Rüstungsexport behandeln, Waffenembargo, wie gesagt, und Kultur, akademische und sonstige Sanktionen sind dann wiederum ein Pauschal Bestrafung einer gesamten Bevölkerung. Und gerade in Israel sehen wir ja auch, wie viele Teile der Gesellschaft sich gegen die Regierung Netanyahu stellen. Also dort haben wir eine tiefe Zerrissenheit auch da. Ja, das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, EU-Sanktionen, lange Zeit unvorstellbar gewesen, aber jetzt rund ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch wird mittlerweile ganz offen darüber gesprochen. Am Montag haben nämlich die EU-Außenminister auf dem Treffen des EU-Rats über Israels Angriff auf Rafah beraten und der irische Außenminister Michael Martin hat sich danach auch geäußert hinsichtlich von Sanktionen, die von der EU verabschiedet werden könnten. Und er hat ausgeführt, dass es wirklich signifikante Diskussionen darüber gab, ob die EU Sanktionen gegen Israel beschließen solle. Letztendlich hat er aber auch, der irische Außenminister, betont, dass die EU noch weit davon entfernt sei, sich über die Verhängung von Sanktionen zu einigen. Und ja, das Ganze hat auch weitere geopolitische Kreise gezogen. Ägypten und China haben sich jetzt in dieser Woche in einer gemeinsamen Erklärung, dass ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen vonnöten sei, öffentlich geäußert. In China zu Staatsbesuch hat der ägyptische Präsident die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert, Israel dazu zu drängen, die Belagerung des Gazastreifens
Gazastreifens unmittelbar zu beenden. Bei Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping hat Al-Sisi die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung gefordert, dass auch da international nochmal Wert drauf gelegt werden sollte, dass diese umgesetzt wird. Ja, Frau Kneißl, die EU berät über Sanktionen gegen Israel und auch Ägypten und China fordern einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Macht Ihnen das Hoffnung? Auch dann mit den Sätzen. Ja, also ich glaube, Pessimismus ist ja auch das falsche Wort, weil es ist die Hölle, was sich abspielt im Gazastreifen. Es deutet meines Erachtens nichts darauf hin, dass von israelischer Seite es zu einem Einlenken kommt. Und all diejenigen, die als Verhandler, als Mittelsmänner agieren, wie beispielsweise hochrangigste Mitglieder der Regierung von Katar, von Ägypten, die haben mehrfach kundgetan, dass die Positionen aller sehr weit voneinander sind. Und die Hamas war an sich vor 4-5 Wochen zu einer Feuerpause und zu einem Gefangenen aus Zeit. Die Israelis hat torpediert. Also das hat weniger jetzt mit Pessimismus zu tun, sondern das sind einfach die bedauerlichen, knallharten Fakten auf israelischer Seite. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch über das zu sprechen kommen, was diese Woche auch hohe Wellen geschlagen hat. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nämlich alle Verbündeten dazu aufgerufen, den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium zu prüfen. Stoltenberg appellierte dazu, einige der verhängten Beschränkungen aufzuheben. Er begründete das damit, dass der schwierige Verlauf der Kämpfe in Charkiw an der russischen Grenze derzeit stattfinden und dort seien den Ukrainern die Hände gebunden, wenn sie keine militärischen Ziele auf russischem Territorium angreifen dürfen. Stoltenberg betonte, dass die Selbstverteidigung der Ukraine gegen Russland auch das Recht umfasse, militärische Ziele innerhalb von Russland zu treffen. Er betonte zugleich aber, dass die Entscheidung zum Einsatz westlicher Waffen ganz allein bei den NATO-Ländern liege. Ja, Frau Kneißl, jetzt wissen wir, dass es eigentlich mal zu Beginn des Krieges als eine rote Linie bezeichnet wurde, dass man auch Ziele innerhalb Russlands auf russischem Territorium mit westlichen Waffen angreift. Jetzt rund 2 Jahre später wird dies als legitim und vom Völkerrecht gedeckt dargestellt. Wie schätzen Sie denn diese weitere Eskalation ein, Frau Kneißl? Ja, die eigentliche Eskalation, wenn man so will, ist eigentlich ein Ansteigen der Spannung und ist darin begründet, dass, was immer jetzt der NATO-Generalsekretär sagt, ist eines. Aber wenn die US-Regierung in ein gleiches Horn stößt, wenn der deutsche Bundeskanzler Scholz wieder einmal umfällt und sagt, monatelang, nein, kommt gar nicht in Frage, eine Lieferung von Taurus-Raketen, wir wollen nicht Kriegspartei mit Russland werden, und dann doch umfällt und sagt, gut, sollen die Ukrainer mit den deutschen Waffen machen, was sie wollen. Und ähnliches ja vom Präsident Macron schon vor Monaten hörbar wurde, dann wird es natürlich äußerst brisant. Und es gab auch entsprechende Reaktionen von höchster russischer Seite. Also Präsident Putin hat in Reaktion darauf sehr klare Aussagen getätigt, die dann wiederum von westlicher Seite als Atomdrohung kundgetan wurden. Dem ist nicht so. Ich glaube einfach, dass hier viele wirklich außer Acht lassen, mit welchen unvorhersehbaren Einsätzen mittlerweile gespielt wird. Ja? Die wenigen Stimmen der Vernunft kommen aus Budapest und noch aus Rom. In beiden Fällen heißt es, wir haben nicht das geringste Interesse, das in irgendeiner Weise darin mitzuwirken.
unter Anführungszeichen interessant ist die Aussage der ungarischen Regierung, sowohl der Premierminister als auch der Außenminister und andere Kabinettsmitglieder haben mehrfach gesagt, wir werden darauf drängen, dass die Rechtsnatur der ungarischen Mitgliedschaft in der NATO neu zu definieren ist. Das heißt, Ungarn als NATO-Mitglied seit dem Jahr 1999, und Ungarn war immer sehr begierig, in die NATO zu kommen, und Ungarn ist an sich ein sehr aktives und, wenn man auch so will, zuverlässiges NATO-Mitglied, also hat bei verschiedensten Out-of-Area-Einsätzen wie Afghanistan und Irak sich, pardon, Afghanistan, sich sehr, sehr engagiert mitbewegt. Aber von ungarischer Seite werden jetzt bereits also Bestrebungen laut, nicht, dass sie aus der NATO austreten wollen, aber sie wollen klar definieren, was ist die ungarische Mitgliedschaft in der NATO, und darauf drängen, dass eben keine Beteiligung an einem Militäreinsatz in der Ukraine davon gedeckt sei. Und Premierministerin Meloni, die italienische Regierungschefin, warnt noch davor, aber ich würde nicht ausschließen, dass auch Italien umkippt. Es sind auch immer wieder gekippt in verschiedensten Militärkonflikten der Geschichte. Die einzige Stimme der Vernunft kann ich sozusagen derzeit wirklich nur in Budapest ausmachen. Und das, was sich im Moment als wechselseitige Kriegsrhetorik abspielt, ist äußerst bedenklich. Also mir fehlen jetzt mittlerweile auch schon die Adjektive, weil das wird jetzt schon inflationär, wenn wir sagen bedenklich, Eskalation, Spannungen und so weiter. Es fehlt uns sozusagen das Komparativ, die Steigerung in dem Ganzen. Aber das, was sich hier gegenwärtig an Ankündigungen und an Kriegsgetrommel abspielt auf westlicher Seite, ist beängstigend. Ja, und das Ganze ist noch beängstigender, wenn man sieht, dass es auch von deutschem Territorium so nochmal unterstützt worden ist. Denn diese Woche war der französische Präsident Emmanuel Macron in Deutschland in Meseberg zu Besuch, und dort hat er diese neue Marschroute des Westens der NATO von Stoltenberg ausgegeben, öffentlich unterstützt. Er hat gesagt, wir müssen ihnen, also den Ukrainern, erlauben, militärische Stützpunkte in Russland zu neutralisieren, von denen Raketen abgeschossen werden. Und weiter sagte er, wir sollten ihnen jedoch nicht erlauben, andere Ziele in Russland anzugreifen, vor allem keine zivilen Einrichtungen. Und der deutsche Bundeskanzler Scholz erklärte, dass es für den Einsatz der in die Ukraine gelieferten Waffen Regelungen geben, dass sich dieser aber im Rahmen des Völkerrechts bewegen muss. Und er hat das weiter kommentiert und sage, dies habe in der Vergangenheit ja doch immer gut funktioniert. Da würde ich ihm mal ans Herz legen, auch mal unseren Podcast zu hören, denn wir haben auch schon des Öfteren über die Situation im russischen Grenzgebiet Belgorod gesprochen, auf dem es immer wieder zu Angriffen auf zivile Infrastruktur kam. Das heißt, es wurde das Völkerrecht gebrochen. Zivile Ziele mit mehreren hunderten Toten wurden in der Vergangenheit berichtet. Und das Ganze hat jetzt auch der russische Präsident Wladimir Putin auch schon kommentiert. Er hat mit ernsten Konsequenzen gedroht, wenn der Westen der Ukraine tatsächlich grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben würde. Er sagte, diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen. Er sagte, dass in Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten diese sich bewusst machen, womit sie da spielen. Ja, Frau Kneißl, es gibt aber im Zuge dieser ganzen Eskalation, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, womöglich doch eine gute Meldung, denn China könnte eine Friedenskonferenz veranstalten, an der Russland und die Ukraine
teilnehmen würden. Das hat der russische Außenminister Sergei Lavrov in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti am Donnerstag erklärt. Diese Initiative wäre eine Fortsetzung der Politik Pekings, eine Lösung für die Ukraine-Krise zu finden. In den vergangenen Jahr hat die chinesische Regierung ja bereits einen Plan zur Lösung des Konflikts vorgeschlagen. Im April habe der chinesische Staatspräsident Xi Jinping dazu aufgerufen, die Spannungen abzubauen, um Frieden zu erreichen. Das erklärte Lavrov in diesem Interview. Und ja, in Bezug auf Friedensgespräche mit der Ukraine erklärte der russische Außenminister, dass Peking die Ursachen des Konfliktes verstehe und Russland die konstruktive Haltung der chinesischen Regierung in dieser Frage sehr hoch schätze. Er sagte, die russisch-chinesische Zusammenarbeit zielt auf die Stärkung der internationalen Sicherheit ab. Ja, Frau Kneißl, eine Friedenskonferenz, an der die Ukraine und Russland teilnehmen könnte. Glauben Sie, dass es soweit tatsächlich kommen könnte? Und wie schätzen Sie diese Friedensbemühungen von China ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu? Vor rund einem Jahr hat das Sondergesandte der chinesischen Volksregierung eine Anfrage, der von der Europäischen Union sofort als inakzeptabel abgetan wurde, bevor man sich in irgendeiner Weise noch damit auseinandersetzte. Und es war kein wirklicher Friedensplan, es war eine Punktation von Themen, die bei einem Zusammentreffen auf der Tagesordnung stehen sollten. Also ein Friedensplan kann nicht China vorlegen. China kann nur der Vermittler sein. Und dann müssen sich die Konfliktparteien an einen Tisch setzen. Es gibt eine massive Debatte gegenwärtig in vielen Hauptstädten, Ost wie West. Wie geht es weiter mit der Regierung des Präsidenten Zelensky? Bleibt er noch im Amt? Kommt es zu Veränderungen, die innerukrainisch bedingt sind? Er hat ja an sich wir beginnen jetzt nochmals das inflationär gewordene Völkerrecht. Ja, seine Amtszeit ist abgelaufen und Wahlen wurden nicht angekündigt. Also er tut das lapidar ab mit, solange Kriegsrecht herrscht, werden er keine Wahlen abhalten. Das müssen andere Staaten auch, die Kriegsrecht haben, oftmals auch westlichen Druck hin. Also es wird viel davon abhängen, wie geht es politisch in der Ukraine weiter. Da liest man allerhand spekulative Kommentare, dass Zelensky vielleicht noch vor den US-Wahlen oder es nur bis zu den US-Wahlen schafft, also bis zu den US-Wahlen, das ist auch immer noch ein halbes Jahr hin. Aber es ist letztendlich eine innerukrainische Entwicklung im Gange, die vielleicht dann auch zu einem pragmatischeren Neuanfang führen könnte, indem man beispielsweise auch jenes Verfassungsgesetz kippt, in dem die Ukraine ja vor zwei Jahren begründet hat, dass es keine Gespräche mit der russischen Regierung geben wird. Ja? Also daher, ich will nicht von einem Friedensplan sprechen, sondern es gibt Bemühungen verschiedenster Staaten, darunter eben auch der Volksrepublik China, als Tagungsort vielleicht aufzutreten, auf Äquidistanz mit den wesentlichen Konfliktparteien zu verhandeln. Und Konfliktpartei ist ja nicht nur die ukrainische Regierung. Konfliktpartei ist im weitesten Sinne ja auch die NATO, weil wir ja mit massiver NATO-Präsenz in der Ukraine zu tun haben. Und meine Haltung, das sage ich jetzt wirklich nur ganz persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie hier die Überlegungen im russischen Außenministerium sind, aber es wird nicht zum großen Big Bang kommen im Sinne von Handschlag zwischen Moskau und Kiew und das war's dann und dann ist wieder Frieden eingekehrt, sondern es wird eine, ich nenne es Knochenarbeit bedürfen, um zuerst auf technischer Ebene anzufangen, bis man sich dann hinaufarbeitet auf die politische Ebene. Und
Es muss von bottom up, also von unten hinauf und nicht top down passieren. Dazu gehören Kriegsgefangene, dazu gehört die Einstellung, eben eine Feuerpause ist das allererste. Übrigens, was ich vorhin noch anfügen wollte zu Ihrer Frage betreffend den Einsatz von NATO-Waffen auf russischem Staatsgebiet. Es gab einen weiteren militärischen Zwischenfall, der sich jetzt sogar auch noch einmal wiederholte, nämlich ukrainische Drohnenangriffe auf Installationen auf russischem Staatsgebiet, die zur Erkennung von atomaren Angriffen eingesetzt werden. Das heißt, es ist in gewisser Weise ein direkter Angriff auf die Nuklearstreitkräfte Russlands bereits passiert. Und das wurde von einem hochrangigen russischen Regierungsmitglied sehr, sehr scharf verurteilt und auch mit allerhand Krisenszenarien bedacht. Also diese Entwicklung auch in den westlichen Medien nicht wahrgenommen, aber sehe ich als die viel brisantere noch, jenseits von dem, was der NATO-Generalsekretär von sich gegeben hat. Und um jetzt sozusagen auf Gespräche zurückzukommen, ich würde nicht das Wort Friedenskonferenz in den Mund nehmen, sondern ich würde wirklich nur von technischen Gesprächen sprechen. Die könnten eventuell auf chinesischem Boden stattfinden. Die könnten eventuell von chinesischen Diplomaten mitgetragen werden. Aber es wird eben nicht so sein, dass man den großen Handschlag zwischen dem russischen Staatspräsidenten und seinem ukrainischen Gegenüber haben wird. Also da glaube ich, wenn man wirklich eine effektive Stabilisierung wünscht, dann muss das anders passieren. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch über einen Player zu sprechen kommen, den Sie vorhin schon angesprochen haben, nämlich auf Ungarn. Denn Ungarn hat ein neues Paket im Umfang von 6,6 Milliarden Euro auf dem Treffen der EU-Außenminister für die Ukraine blockiert. Das Geld sollte aus der europäischen Friedensfazilität freigegeben werden. Der Außenminister von Ungarn erklärte dabei seinen Ministerkollegen, dass die Ukraine ungarische Unternehmen diskriminieren und Budapest den Preis des Krieges nicht zu zahlen bereit ist. Der von Budapest blockierte Betrag soll drei Tranchen aus dem EPF-Mittel, also der Friedensfazilität, von jeweils 500 Millionen Euro und weitere 5 Milliarden Euro aus dem neuen Hilfsfonds für die Ukraine umfassen. Das heißt, Frau Kneißl, es gibt so etwas wie eine Resistance, Widerstand innerhalb der EU von Seiten Ungarns. Ja, wir hatten das, wir kennen dieses Spielchen in Anführungsstrichen. Ungarn hat schon mehrfach blockiert und die Hilfen nicht freigegeben. In der Vergangenheit hat die Ukraine dann auf massiven Druck der Europäischen Union hin letztendlich diese sogenannten Hilfszahlungen dann doch wieder freigegeben. Wie glauben Sie, wird das diesmal ausgehen? Also wird Ungarn letztendlich dann auf Druck der EU hin dann die knapp 6 Milliarden Euro doch für die Ukraine freigeben? Oder werden Sie da diesmal etwas resistenter sein? Wie schätzen Sie da die Rolle von Ungarn ein, Frau Kneißl? Ja, Viktor Orban hat also es war nicht der letzte EU-Gipfel in der Chronologie, aber es war bei einem jener EU-Gipfel, wo es eben ganz konkret um diese Zahlungen ging, für sich reklamiert, er habe einen Sieg errungen, denn es ging damals auch darum, das Mitspracherecht bei bestimmten Zahlungen an die Ukraine sicherzustellen. Also wie Ungarn dann das Ganze wiederum für sich interpretiert, wird abzuwarten sein. Vergessen wir nicht, dass Brüssel an sich im Jahr 2018 zwei Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7 des Lissabonner Vertrages angestrengt hat.
Und der eine war gegen Polen gerichtet und das andere Verfahren gegen Ungarn. Das gegen Polen wurde diese Woche auch eingestellt. Also Polen ist jetzt nicht mehr ein europäisches Recht verletzen würde. Ungarn hingegen aus Brüsseler Sicht weiterhin. Und es geht eben um jenen doch recht substanziellen Betrag von 6 Milliarden Euro. Ungarn hat in den letzten 10, 12 Jahren einen Großteil seiner Wirtschaftsdynamik, sagen wir mal, Aufschwung ist das falsche Wort, doch immer wieder auch aus diesen sehr umfangreichen Zahlungen, Kohäsionsfonds aller Art, Landwirtschaftsfonds und so weiter, aus Brüssel erhalten. Also EU-Mittel sind für Ungarn zweifellos relevant. Ja, das ist nicht etwas, was die ungarische Regierung einfach so abtun kann und sagen, darauf verzichten wir, das brauchen wir nicht mehr. Wir machen unser eigenes Ding, auch wenn sie sonst teilweise etwas stur, etwas souverän, ja, und souverän ist jetzt nicht mit stur gleichzusetzen, aber sie betreiben eine äußerst souveräne Politik innerhalb der Europäischen Union. Und wie das der ungarischen Regierung weiterhin gelingen wird, klingt jetzt etwas banal von mir, aber es wird sich weisen, weil die Dinge sich einfach auch dauernd drehen. Ja. Und das, was Viktor Orban und seiner Regierung zweifellos zugutekommt, ist, sie verfügen über die absolute Mehrheit. Sie haben mehrfach Wahlen gewonnen. Sie sind in keiner Koalition. Sie müssen nicht auf die Betulichkeiten gewisser Partner und so weiter Rücksicht nehmen. Sie betreiben eine relativ konsequente Politik. Die ist eben eine äußerst kritische, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Und die ist da auch eine sehr eigenständige, wenn es um Israel geht, weil eben Israel von Ungarn auch ohne Wenn und Aber unterstützt wird. Also, die ungarische Regierung handelt hier sehr, sehr eigenständig und lässt sich da nicht in die Karten schauen. Aber natürlich braucht man auch diese EU-Mittel. Also es ist ein Drahtseilakt. Und Ungarn ist ein ganz besonderer Fall. Und das sage ich als jemand, der auch die ungarische Sprache einst 2, 3 Jahre studierte. Ich habe mir ein Basiswissen angeeignet. Ich war selbst vor vielen Jahren regelmäßig in Ungarn, eigentlich fast jedes Monat, bis dreimal. Und ich habe eine große Zuneigung zu Ungarn und habe mich dort auch immer sehr, sehr wohl aufgefühlt und sehr, sehr sympathisch aufgenommen. Aber Ungarn ist in dieser heutigen Konstellation, die Europäische Union hat mit ihrer Linie, außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, aber auch wenn es geht um gesellschaftspolitische Fragen, da hat man in Ungarn nicht nur einen Kritiker, sondern ich würde fast sagen, einen ausgemachten Gegner. Ja, und so etwas wie Selbstständigkeit, wie Unabhängigkeit, wie Souveränität, das ist auch etwas, was wir uns hier im Westen und in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in der dort geführten Politik in Berlin, Wien, Paris etc. doch durchaus mal wünschen könnten. Frau Kneißl, mit Blick auf die Zeit, die ja bei Ihnen schon abendlich vorangeschritten ist, würde ich sagen, kommen wir mit dieser letzten Einschätzung von Ihnen zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass es hier so zwischen den ganzen Terminen noch geklappt hat und Sie sich die Zeit nehmen konnten, unseren Podcast hier aufzunehmen. Gerne. Und ja, ich freue mich dann schon, wenn wir da nächste Woche unseren Podcast dann bei Ihnen Auch nächste Woche. Wir sehen aufzeichnen. uns am Dienstag. Und Gerne. genau, Alles Gute. wir sehen uns am Dienstag, Frau Kneißl, machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf. Ich freue mich. Danke. Alles Gute. Gute Heimreise. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.